Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Ich spiele heute mal Sprengkommando auf der wunderbaren Map Fallen. Überleben Sie ein letztes Gefecht und Sie können wieder bla bla bla. Habe ich gerade nicht gelesen. Wir nehmen heute in unser Gameplay die MP5 mit Visier, Rotpunktvisier, die SMAW, Splitter, Blendgranate, Fingerfertigkeit Pro für schnelleren Waffenwechsel, Visier Pro für Widerstand gegen Blend- und Handgranaten und laufen Sie beim Zielen schneller, das ist der Stalker. Unterstützung ist auch dabei, gut erholt, ganz klar, wir mit der MP5 gleich nach vorne huschen und uns ein paar Rushwege suchen. So, Rocket Launcher ausgepackt, das ist die SMAW, wunderbar, wir müssen jetzt erstmal hier die verschiedenen Ziele einnehmen hier. So, ich glaube, der bastelt hier schon ein bisschen rum und die Bombe wurde hier schon platziert. Jetzt gehen wir weiter durch den Raum hier. Wir gehen zu Ziel B. Sicher ist sicher. So, jetzt schalten wir gleich den ersten Gegner aus und 50 Punkte und gleich von hinten erschossen. Das ist mal typisch. So, wir natürlich weiter nach vorne hier mit dem Rocket Launcher. Versuchen unser Glück und schießen nach da oben, wo sich wahrscheinlich ein Sniper-Schütze befindet. Oh. So, burn, Motherfucker! Zeigt keine Wirkung. Oh, von einem Spanier weggefetzt. Mein Gott. So, MP5 wieder ausgepackt. MP5, meine absolute Lieblingswaffe. Warum? Sie hat erstmal eine extrem hohe Präzision und eine extrem hohe Durchschlagskraft. So, da hat es mich wieder mit einer Predator in die Höhe gerissen. Boah! Jordan! Du Pick. So. Wir folgen jetzt mal diesem Elite-Typen da vorne, weil wir müssen auch einen Köder benutzen, weil alleine möchte ich mich jetzt nicht hier losmachen. Und wir haben einen ersten Kill, 50 Punkte. Ne, mein zweiter Kill ist ja schon 50 Punkte wieder eingepackt hier. So, jetzt gehen wir weiter. Oh, da hat es mich schon, da hat es mich fast erwischt. Granate nach hinten und noch eine Flashbang dazu. So, wir laufen sofort weiter, dass der Gegner uns nicht gleich erwischt. Und er hat uns trotzdem noch erwischt mit seiner blöden kleinen PP mit blöder Schalldämpfer. So, die Aktivierungsdrohnen da sind auch schon online. Mein Gott. Bombe wurde zum Glück entschärft hier. Jetzt gehen wir erstmal zu Ziel Nummer B. Und B wird eingenommen. B wurde platziert. The King Mike hat es natürlich mal wieder gerissen hier. So, ein Helikopter ist am Himmel. Wir nehmen den Rocket Launcher und schießen. Und boah, hat keine Wirkung gezeigt. Ich habe nur die Rotorblätter erwischt. Aber das macht gar nichts. Erstmal MP5 nachladen hier. Oh, jetzt nehme ich die Javelin mit. Die Javelin muss mit. Javelin RSASS. Blinderbewacher, Visier Pro, Meisterschütze, die S-Mine und Erschütterungsgranate kommt mit. Jetzt muss ich die Javelin noch einpacken. Erst wieder in der nächsten Runde. Oh, jetzt habe ich die Javelin. Jetzt habe ich die Javelin. Jetzt kommt der Helikopter vom Himmel. So, 3 Sekunden, 2, 1 und mein Gott, es geht ab. Javelin. So. So, die Javelin macht sich bereit hier und Helikopter wurde sicher eliminiert. So, jetzt natürlich gleich wieder mit der RAS bla bla bla. Eine richtig coole Sniper mit einer extrem hohen Präzision und sie schießt schon wie eine kleine Minigun. Ihr seht schon hier, so viele Schüsse auf einmal. Ist natürlich eine gute Waffe, wenn die Gegner mittelnah sind. Das zeige ich euch jetzt am besten mal hier. So. Auf dem Dach befinden sich auch schon wieder mit der Granate gleich weggefetzt. Ah, da liegt einer. Ist schon am Sterben. Und wir natürlich gleich mit der RSASS hinterher. So, 29 Sekunden, jetzt müssen wir was tun. Wir müssen jetzt erstmal hier den Punkt A sichern. So, Gegner ist schon in Sicht, aber leider wurde ich mit seiner blöden Minigun, MG erschossen. Bombe wurde entschärft, auf dem Dach befindet sich irgendjemand, ich weiß nicht, wer das ist. Immer auf Claymores aufpassen. Schauen wir mal, wo er sich genau befindet. Aha, da oben auf der Treppe hat er sich versteckt hier. Mein Gott.
So, irgendwas ist am Himmel. Und das werden wir aber auf jeden Fall vom Himmel holen. Boah, schaut euch das an. Ach, das wäre so perfekt gewesen. Das wäre so perfekt gewesen, wenn ich die Javalin hier... Ach, das Ding macht nicht mehr viel. Das stürzt irgendwo hinten ab und explodiert dann. So, die RS blablabla wieder eingepackt hier. Und jetzt huschen wir hier auf der Map rum. So. Mist. 2 Minuten und 2 Sekunden sind noch zu zocken hier. Jetzt nehmen wir aber mal andere Waffen mit. Wir nehmen die Typ 95, die USP 45, Taktik, Aufklärung, Schnellziehen Pro und Meisterschütze. Und da liegt schon einer auf dem Boden. Nee, doch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Und ich speise C4 hoch und... Warte mal, wie zünde ich C4? Oh. Kein Plan, wie man C4 zündet. Auf jeden Fall gehen wir mal nach oben. Oh! So, jetzt bin ich mit der Typ 95 ausgestattet. Sieht aus wie die Farmers in Modern Warfare 2. Ist, glaube ich, auch fast der gleiche Bautyp hier. Schönes Magazin. Ein gebogenes Magazin wie die AK-47. Oh, Mann. Schaut euch das an. Diese Dinger gehen nach oben und explodieren und reißen mich weg. Die fetzen mich sowas von weg, das glaubt ihr gar nicht. So, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal auf die Rangliste hier. So, ich habe 3 Abschlachtungen und bin 14 Mal abgekratzt. Mein Gott. Verbündet ist immer gut. Jetzt gehen wir mal nach links, nach rechts, bla bla bla. Huschen wir auf der Map rum und finden nichts. Ah, jetzt gehen wir rein in den Raum, meine Damen und Herren. Wir machen ihn fertig. Oh, was war das für eine Waffe, die mich weggefetzt hat? So, gucken wir nochmal genauer hier. Das ist die MP9 mit Schalldämpfer, soweit ich weiß. Oh, da ist das Ziel. Nicht mit mir. Wir müssen jetzt die Sprengladung hier platzieren. Wir platzieren sie. Ich hätte mich am besten hinlegen sollen. Oh! Schaut euch das an. Mit einer einzigen Granate hat er uns alle in den Tod gerissen. Mein Gott. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zu Ziel A. Das Ziel A schützen hier. Oh! Das ging aber relativ schnell hier mit seiner... Barrett 50 Call hat er mich weggefetzt. Rundenniederlage leider, Zeitlimit leider erreicht hier. Spielbonus 2235 Punkte. Und jetzt schauen wir uns jetzt den Intro an von Morg 592. Ja, das war's dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao.